Moin, moin, meine lieben Leute, und willkommen bei mir auf dem Kanal zu einem weiteren neuen Spiel, und zwar Myst. Das ist auch erschienen im Game Pass. Hat sich da so ein bisschen reingeschlichen, so richtig groß habe ich davon gar nicht Notiz genommen. Aber das ist ein Remake vom Original Myst und hochauflösender Grafik, alles pipapo, ne? Das alles dazugehört. Ich bin gespannt. Ich habe das alte Myst damals, da war ich aber ziemlich jung, gespielt und bin damit eigentlich gar nicht so richtig warm geworden. Wahrscheinlich war mir jetzt auch zu komplex oder zu kompliziert. Ich habe die Rätsel nicht gecheckt. Ich weiß es nicht. Aber ich dachte, wir probieren es einfach mal neu aus. So, was kann man hier einstellen? Untertitel, Systemsprache, Englisch. Deutsch. Leistungsmodus, heißt denn das? Aktivierten Leistungsmodus werden einige Features deaktiviert, zum Beispiel Raytracing, um die Framerate zu erhöhen. Aber wir testen ja erstmal ohne. Und dann können wir Raytracing immer nochmal. Also können wir den Leistungsmodus, die 60 Frames halt immer noch machen. Im Endeffekt ist mir Raytracing komplett egal. Wir schauen uns das einmal ohne an und dann später nochmal mit. So, erstmal mit angucken mit Raytracing und dann irgendwann ohne. Wir starten das Ganze. Los geht's. Rätsel-Randomisierung. Wähle deine bevorzugte Lösungseinstellung für die Rätsel. Wenn du zum ersten Mal spielst, empfehlen wir klassisch. Okay, nehmen wir klassisch. Starry expanse of which I had only a fleeting glimpse. I've tried to speculate where it might have landed, but I must admit that such conjecture is futile. Still, questions about whose hands might one day hold my missbook are unsettling to me. I know my apprehensions might never be allayed, and so I close, realizing that perhaps the ending has not yet been written. Drücken Sie den linken Thumbstick nach vorne, um sich zu bewegen. Okay, oh, flott hier. Okay, bin ich mein Buch? Aufschlag, okay. Okay, jetzt geht's in das Buch rein. Okay, die Ladezeiten. Okay. Okay, das ist jetzt mit Raytracing. Das hier unten kann man schon erkennen. Aber sonst kann man da draufdrücken. Gehen wir erstmal da rein. Okay, dann kann man wieder die Tür aufmachen. Gehen wir durch. Was passiert hier denn? So, ich weiß gar nicht, was man genau machen soll, was unsere Aufgabe ist. Aber hier ist ja was schon mal zu sehen. Okay, ist noch was ausgeschaltet, anscheinend. Mettknöpfe gibt es aber auch nicht. Was ist das da? Eine Lampe, was ist das denn hier? Steht ein Zettel. Ah, okay, das steht ja. Einstellung, dimensionaler Imager, topografische Extrusionstest 40, Schalldämpfung 40, Becken mit aktivem Wasser 67. Okay. Was kann ich da machen? Okay, jetzt kann ich irgendwas einstellen. Okay, so. Okay, noch. Man kann was einstellen, aber wir wissen noch nicht was, ne? Ach so, ich kann da verschiedene. Ich kann mal 40 einstellen und dann will ich was Neues. Testen wir nochmal. Stellen wir mal 40 ein. Nein. Wieder rein.
nichts passiert. Ah, okay, jetzt können wir das sehen. Okay, wofür das gut ist, wissen wir noch nicht. Und wir können auch noch den Schalterdiagramm auf 47 stellen. Machen wir das auch nochmal. Jetzt? Na guck mal, da ist ein Schalter oben drauf, aber ich kann den jetzt wahrscheinlich nicht andrücken da oben, ne? Also ein Hologramm. Nö, kann ich nicht. Okay, wir gehen jetzt ganz, wir gehen mal raus. Vielleicht müssen wir später nochmal hier hin. Gut, dass wir uns das gefunden haben. Wir merken uns das einfach mal. Und dann geht's weiter. So. Geh auf. Da komme ich nicht mehr raus jetzt? Doch, warte. Jetzt. Okay. Gut, wir gehen mal hier weiter. Wir werden den Menü-Tasten an, ihrem Controller, um das Menü zu öffnen. Okay. Mehr Menüs gibt's hier nicht. Da ist zumindest zum Beispiel ein Schalter. Schön, was passiert. Ich kann nicht wirklich erkennen, dass irgendwas passiert ist. Aber zumindest haben wir mal einen Schalter gedrückt. Gehen wir weiter hier hoch. Da geht's längs oder da geht's längs. Gehen wir hier mal hoch. Ah, laufen kann ich auch, wenn ich länger gedrückt halte. Hier ist noch ein Schalter. Heißt, ich laufe die ganze Zeit an. Okay, passiert hier auch nichts. Irgendwie kommt mir das Ganze vor, dass es noch keinen Strom hier gibt oder sowas. Wir müssen ja Strom finden. Guck mal. Hier ist auch noch ein Schalter. Die kann man gar nicht drücken. Kommen wir hier rein. Ist das hier eine Zeitmaschine? Was ist das? Okay. Ich kann hier nichts machen, also ich... Ach, da, guck, ach, ich kann da noch... Okay, Januar. Februar, März. Noch sehe ich nichts. Ich glaube, ich brauche erstmal irgendwas finden, wie ein Datum oder sowas, was wir hier nutzen können. Also, das haben wir noch nicht. Oder habe ich jetzt hier draußen irgendwie was verändert? Nee. Hab ich doch gewundert. Was ist hier denn zum Beispiel drin? Hier ist die Karte. Das ist doch ein Safe, oder? Was? Ah, guck mal da. Ja, was hat sich bewegt hier? Was hat sich bewegt? Ich kann es nicht sehen. Konnte man sehen, dass sich irgendwas bewegt hat? Wird das auf jeden Fall. Warte mal. Was hat sich denn bewegt hier? Man hört es ja ganz dolle. Aber naja. Nun gut. Wir lassen mal das jetzt hier drauf stehen. Oder da drauf. Okay, lass uns da drauf stehen. Also man hat auf jeden Fall was gehört, aber ich weiß nicht, was passiert ist. Das ist das Problem. Na gut, was gibt's noch hier drin? Da ist ein Buch. Gibt's ein Rauschen? Jetzt gerade die Seite weggeklaut. Okay, mehr kann ich nicht machen. Das hier? Das ist nur ein Bild, aber da ist ein Griff dran. Aha! Okay, was ist da noch ein Buch?
Was? Sirius! Was sagt er? Ein Siegel? Okay, ihm müssen wir blaue Seiten bringen. Mal hier rein. Relativ flotter Spiel, muss man sagen. Ist irgendwas? Nee. Ein Fahrstuhl? Bibliothek. Okay, jetzt geht's erst. Bis jetzt kann man durch viel probieren und probieren einfach was sehen, aber es passiert noch nicht viel, ne? So, warte. Man muss schon mal genau das treffen, was man treffen will. Oktober 84, 10 Uhr. 17. Oktober. Das sind vielleicht Sachen, die muss man sich mal aufschreiben. Weil das sieht ja aus wie etwas, was wir unten im Ding hier, in diesem komischen Drehding, einstellen konnten. Behalten wir mal im Kopf. Hier geht's hoch. Gehen wir hin. Mal rausgucken, ob wir richtig viel sehen tun oder nicht. Kann ich auch keine Schrauben entfernen oder so. Okay, gut. Mal runter. Muss echt die Leiter wieder runtergehen? Okay. Gut, ich würde sagen, diese, die wir haben da, das ist bestimmt irgendwas, womit wir irgendwie irgendwo hinkommen können. Deswegen lass uns das doch mal ausprobieren, ob wir die Daten, diese verschiedenen Daten irgendwo eingeben können. Kann sein, dass ich mich wie ein Trottel anstelle. Ich habe das aber noch nie gespielt, das Spiel. Deswegen werden sich wahrscheinlich viele auf den Kopf hauen und sagen, ach Mann, du musst das machen. Aber ich weiß es halt nicht, weil ich es noch nicht gespielt habe. So. Wie viele verschiedene Geheimgänge gibt es denn hier? Hier geht es nicht weiter. Und zwar drinnen? Da gibt es einen Knopf. Okay. Okay, was ist das denn hier? Ist das ein Memory? Warte mal. Ab und zu vibriert der Controller. Aber nur ab und zu. Ich mache jetzt mal alle gelb. Ist da was? Ich glaube nicht. Nee, es vibriert nur ab und zu mal und man weiß nicht warum. Okay, weiß ich auch noch nicht, was wir da machen sollen. Kommen wir vielleicht auch nochmal drauf. Gehen wir erstmal raus und gehen mal zu diesem Teil nochmal rein hier. Denn. Lass uns mal gucken, ob das mit dem Datum da funktioniert, so wie ich mir das vorstelle. Ich kann es mir gut vorstellen. Ich hätte es mir kurz aufgeschrieben hier. Beziehungsweise ich habe einfach einen Screenshot gemacht. Mit dem Handy fotografiert. So, gehen wir mal rein. Also das erste Datum ist 11. Oktober. So. Oktober. Und das ist der 11., ne? Müssen wir halt hier. Der 11. Und es ist
Queen. Oh, warte mal. Achso, 1984. Nein. 84. Und es war um 10.04 Uhr. Genau so muss es ausstehen. 10.04 Uhr. Okay, auf jeden Fall ist irgendeine Konstellation da oben. Sternkonstellation, würde ich sagen, ist das. Die werden wir auch einfach mal fotografieren. Vielleicht bringt die uns ja was. Ich weiß das nicht. Müssen wir es mal testen, also. Ich habe natürlich mehrere Daten, aber ist hier irgendwas passiert jetzt? Scheint nicht. Okay, gehen wir jetzt mal weiter. Gucken, was noch hier so ist. Hier ist auch nichts. Okay. Da sind überall verschiedene Symbole drauf. Da ist eine Spinne drauf. Geht auch mal gleich wieder aus. Nee, jetzt wird alle an. Jetzt wird auch wieder irgendeine komische Konstellation, die man da braucht. Oder Kombination, beziehungsweise. Hier sind wir ein Boot drin. Mein Gott, wie viel kann man hier machen? Gehen wir hier runter? Das ist wirklich mysteriös, das Ganze hier. Okay. Hier ist wieder Schalter. Okay, ich glaube, hier muss man eine bestimmte Energieanzeige hinbekommen. Ich weiß nicht, wie hoch das sein muss. Das klappt ja nicht. Okay. Aber 80. Muss hier eine Kombi geben. Gehen wir runter auf 0. Also wir versuchen es nochmal. So. Nochmal. Nee, warte. Okay, los geht's. 10. Jetzt sind wir bei 32. Jetzt sind wir bei 48. 57, 59, 60, 67, 75, 80, bei 99. Es tut sich bloß nichts. Ich kann die auch nicht aufmachen hier. Mysteriös, mysteriös, ne? Das Ganze. Ach, warte mal, hier ist doch was. Strom. Strom zum Schiff. Strom. Und Strom zum Schiff. Generatorschalter. Wie viel steht denn da? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Machen wir eine Reihenfolge. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Geht nur bis 99. Also, das ist doch alles ein bisschen merkwürdig. Wir gehen mal hoch. Ja.
Jetzt können wir den Schalter benutzen, richtig nochmal? Nee, den haben wir schon benutzt, okay. Hier ist noch ein Schalter. Okay. Oh Gott. Was sollen wir hier denn machen? Okay, was mit Energie da? Okay, das wissen wir auch nicht. Wir haben ja keine Kombination oder so bekommen. Also wir können auch noch nicht so viel machen. Jetzt auch noch höher? Wo kommen wir denn hier hin? Hier wächst einfach ein Baum ins Endlose. Können wir es auf die Uhr, wie die Uhrzeit stellen vielleicht? Ach so, damit stellen wir die Uhrzeit, okay. Warte mal, können wir die Uhrzeit auf 10.04 Uhr stellen, so wie ich das gemacht habe, da beim anderen? Dann müssen wir ja mal... Ah, da. So, pass auf. Muss 10 sein, ne? Und der. Den müssen wir auf 10 auf 4 stellen. Geht aber nur in 5er Schritten. Okay. Bringt uns auch noch nichts. Mann, Mann, Mann. Okay. Jetzt haben wir so viele. Es gibt ja 3 Milliarden Rätsel, wie man sieht. Wir wissen immer nicht, was wir machen sollen. Da kann man hochgehen. Das ist unser. Das ist ein Stromgenerator. Der funktioniert natürlich nur, wenn wir Strom haben, sonst natürlich nicht. Okay. Und Strom haben wir ja noch nicht. Da müssen wir auch. Das ist das Strom zum Schiff wahrscheinlich. Wo wir jetzt noch nicht rein können. Denn. Der hat ja keinen Strom bekommen. Nee. Okay, das ist wahrscheinlich zu diesem anderen, wo wir das, wie wir den Strom da hinbekommen, weiß ich auch noch nicht. So, was kann man noch machen hier? Haben wir jetzt Strom hier oben in Gang bekommen? Durch, was ich da gemacht habe? Nein. Noch nicht so viel passiert. Gut. Oder auch schlecht. Wie hoch gehen? Okay, nicht so viel, ne? Ich kann ja aber nicht runterspringen, ne? Das ist klar, kann ich nicht runterspringen. Bricht er sich ja die Beine. Da können wir nicht so viel machen, ne? Hier ist noch nicht so viel zu sehen. Das ist dieser Baum, den wir da hinten in dieser... der hier hinter dem Ding steht. Geh nochmal hier runter. Ich glaube, wir müssen den Strom hier irgendwie in Gang bekommen. Nur wie? Ist die Frage. Die Frage, warum das eine funktionierte jetzt hier, warum andere gerade eben nicht. Nicht rausgefunden. Habe ich leider noch nicht rausgefunden. Wir müssen doch rausfinden, wie man das macht. Okay, ich stehe wirklich auf dem Schlauch, muss ich zugeben.
Das macht eigentlich nichts. Es ist trotzdem irgendwie sehr spannend, weil es alles ein bisschen mystisch ist hier. Es wäre ja schon nett zu wissen, worum es denn nachher auch geht. Oder nicht? Denk mal, die haben wir doch gar nicht angemacht. Jetzt haben wir einige an. Das ist doch alles so ein bisschen wirr hier. Man weiß noch nicht, wofür was ist hier. Also nicht mal ansatzweise. Ich glaube, wir geben nochmal so ein. Sollen wir nochmal so ein Datum eingeben da? Wir geben ein anderes Datum ein. Hat das mehr Sinn? So, wir gucken mal, was wir dafür noch hatten. Wir hatten auch noch den 17. Januar 12.007. Also wir müssen auf jeden Fall Januar haben. Januar. Und es ist der 17. 17. Und das ist das Jahr, das ist ein ganz abgefahrenes Jahr. Das ist das Jahr 1207. Und die Uhrzeit war 5.46 Uhr. So, 5.46 Uhr. Hatten sich da gerade reingebrannt, die anderen? Sah so aus, ne? Gut, das hat ja anscheinend irgendwas gebracht. Lass uns doch mal das letzte Datum auch eingeben. Und das ist der November. Und zwar der 23. Und es war also in der Zukunft ist es 9791, also 9791. Wie viel Uhr war denn das? Wie viel Uhr ist denn das? Um 18:57. Reingebrannt auch. Ich hab's mal abfotografiert. Für irgendwas ist es ja vielleicht gut. Die Sterne. Aber für was ist die Frage? Für was ist es gut? Vielleicht hier? Es hat nichts damit zu tun, oder? Dass man sagt. Man könnte jetzt ja. Ja, es hat nichts zu bedeuten, glaube ich. Schade, schade. Ich weiß es nicht. Mal rein. Nee, hier braucht das braucht uns auch nichts. Ah. Das ist wirklich knifflig. Okay. Sind das die ganzen Sachen, die wir jetzt angemacht haben? Oder ist das. Oder gibt das Ding denn irgendjemandem Strom? Warte mal.
Willst du machen? Jetzt lass mich wieder auf. Aber es bringt mir nichts, ne? Nee. Okay, also wir haben aber andere Sachen gesehen, was natürlich daran liegen kann, dass wir ein anderes Datum eingegeben haben und er mir dann hier verschiedene neue Sachen anzeigt. Hä, ist das Boot weg? Das ist doch verrückt. Sieht ja gar nichts hier. Nun gut. Das ist schon ein bisschen tricky. Das sind doch die Zahnräder da oben. Das müssten die jetzt ja sein, da oben. Schnell. Die da hinten müssen das sein, oder? Der Karte. Aber passiert da was, wenn ich darauf drücke? Ich glaube nicht. Tatsächlich, jetzt ist es auch weg. Okay, warte mal. Das ist ja dann unten am Pier, ne? Unten am Pier. Gehen wir runter zum Pier. Da muss ja das Ding da unten sein. Komm schon. Okay. Ist jetzt der Pier auch weg? Dann sind wir ja schon auf der richtigen Spur, glaube ich. Tatsächlich. Was ist das da hinten? Das muss unten am Meer sein. Kann man sehen, dass da fallen wir direkt drauf. Das muss da unten. Okay, ist auf der linken Seite. Wir gehen nochmal raus. Hier runter und dann links. So weit sind die Sachen ja Gott sei Dank nicht auseinander. Muss hier sein. Der muss es sein. Okay, laufen wir noch zurück. Inwiefern das uns was bringt, kann ich gar nicht sagen. Aber das ist richtig so. Okay, jetzt sind die Sachen weg, aber die anderen Sachen sind noch da. Wenn die noch da sind, dann müssen wir vielleicht doch ein anderes Datum eingeben. Warte mal. Komm mal hier rein. Schnell rein hier. Wir müssen nochmal das Datum von davor eingeben, glaube ich. Kann das sein? Jetzt nochmal. Wir geben nochmal den. Komm, unten anfangen ist ja egal. Wir müssen nochmal eingeben 1200. Nein. Ich quatsch die Uhrzeit erstmal. 0, also 5:46. Und hier geben wir dann ein, also 5, ne? 3, egal. So. Wann war das? 1217. So. Und es war der 17. kann. Und welchen Monat hatten wir da? Januar.
So, jetzt gucken wir mal ganz kurz was. Ich sehe gar nichts, oder? Kann da. Aber ich glaube. Das hat sich ja nicht reingebrannt, ne? Aber jetzt haben wir ja den. Jetzt haben wir ja das eingegeben. Ich bin mir nicht sicher, ob man jetzt vielleicht nach den Jahreszeiten gehen muss. Das heißt, wir geben jetzt das Jahr 1984 ein. Oder was es war? Ja, 1984. Und das war ja 10.07 Uhr. Und es war 1984. Und noch verkehrt muss ich leider nennen. Ich sehe mich gerade, es ist nämlich nicht um 11.07 Uhr, sondern um 10.04 Uhr. So. Da brennt sich das rein. Aber es brennt, bleibt nicht so stehen. Okay, dann ist meine Theorie hinfällig. Ja, okay. Wird immer. Wer wäre hier? Was eins noch machen könnte, wäre. Das macht ja auch keinen Sinn, ne? Scheint was doch Sinn, warte mal. Ich klappen wir den auch nochmal runter hier. Ich guck nochmal ganz kurz. Okay, jetzt haben wir hier noch einen Schalter. Wo ist der denn? Wissen wir nicht. Aber es war noch ein Schalter hier, ne? Wo, was ist das denn, der Schalter? Von da hinten rechts. Okay, machen wir das auch nochmal. Komm schon. So, jetzt haben wir noch relativ viele. Jetzt müssen wir noch von dem Gebäude hier. Das Gebäude ist noch da. Aber wo ist denn da der Schalter? Wo ist denn dieser Schalter von diesem Gebäude? Der ist ja nicht zu sehen. Ist der versteckt irgendwo? Ist auch nichts. Den würde man jetzt ja auch hier vorne vermuten. Ist aber nicht. Also wir haben alles runtergedrückt jetzt. Außer von dem einen Schalter. Kann ich lesen? Draußen ist kein Schalter dran irgendwo, ne? Nö. Wofür das ist, weiß ich aber immer noch nicht. Das ist doch komisch. Das ist das Ding da oben, was sich dreht, ne? Für was dreht sich das? Für was dreht sich das? Das ist eine gute Frage. Tatsächlich muss ich die beim nächsten Mal auf den Grund gehen. Wir gucken auf jeden Fall wieder rein. Ich hoffe, es hat euch irgendwie gefallen. Ist nicht viel passiert gerade, muss ich zugeben, aber es ist trotzdem sehr spannend. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dahin. Tschüss.